In der Formation Super Flash im Super Pfeil, das PC7-Team der Schweizer Luftwaffe. Nahtloser Wechsel in die Formation Delta, große Delta, von der linken äußersten Flügelspitze bis zur rechten äußersten Flügelspitze des Verbandes haben wir ungefähr die Spannweite eines Airbus A340. Also stellen Sie sich hier ein Großraumflugzeug vor, nur dass es 9 individuelle Piloten mit ihren Flugzeugen sind, die hier eine atemberaubende Show für Sie in den Himmel zaubern. Del Rot-Weiß, unsere Landesfarben, rot-weiß bemalt unsere Flugzeuge, in der Schweiz hergestellt, geflogen, pilotiert natürlich von Schweizer Militärpiloten. Swissness, meine Damen und Herren, das ist unser Brand, den wir Ihnen hier zeigen. Jetzt im Wolken über Zeltweg. Bereits gesagt, es ist das erste Mal für uns hier, es ist für uns eine Ehre und wir auf Schweizerdeutsch sagen, wir sind gickrig, hier für euch fliegen zu dürfen, natürlich auch unter dem Argusauge unseres Kommandanten. Ich begrüße herzlich Korpskommandant Aldo Schellenberg hier bei uns, der Kommandant der Schweizer Luftwaffe. Herzlich willkommen, wir geben unser Bestes, um unser Land würdig zu vertreten. Wechsel in unser Brand and Flying Diamonds. Und meine Damen und Herren, wir steigen die Pace ein wenig. Bitte behalten Sie das letzte Flugzeug gut im Auge. Im Anflug Flying Diamonds, das PC7-Team. Natürlich sicheren Show kommen. Er leitet den Applaus auch weiter und das spornt unsere Kameraden in den Cockpits natürlich zusätzlich an. Jetzt winkeliert Teil 2, 2 von links, 2 von rechts. Das Kommando aus dem Cockpit. Hervorragend. Schweizer Luftwaffe oder Swiss Air Force PC7 Team, das werdet ihr einfach finden. Postet eure Fotos da, eure Kommentare. Wir lesen jeden. Übersicht und Vertrauen in der dritten Dimension bedeutet 4 Flugzeuge, die gegeneinander drehen. So müssen Sie sich ungefähr einen Luftkampf vorstellen. Und was ist das genau? Unser erster Solist will natürlich auch noch mitmachen, kommt hier hinzu. Finden Sie da die notwendigen Utensilien. Von links jetzt angeführt vom Leader des PC7-Teams, Hauptmann Martin Vetter. Die erste Formation im Mini-Diamonds nach einem Looping. Kraftsee. Der Vierfach-Einzelloop, er ist nicht schwierig zu fliegen, der Looping an und für sich, aber die Kunst dieses Manövers ist, genau regelmäßig zu fliegen. Das heißt, jeder Pilot muss genau gleich viel an seinem Knüppel ziehen, damit am Schluss diese genaue Sequenz in den Himmel gezaubert werden kann. Und ich finde, Sie haben das gar nicht mal so schlecht gemacht da, die Jungs. Wieder in der Normalfluglage die Nummer 9, der Unterverbandsleader, Hauptmann Mario Schwarz. Und rund um ihn herum flirtet sein Kollege, die Nummer 5, Hauptmann Cyril Joner.
Also, das, was wir Ihnen hier zeigen, sind keine oder der Sequenz gelandet. Ich glaube, dieses Manöver muss ich nicht weiter erklären. Es ist die Liebeserklärung der Schweiz, ihres PC7-Teams mit Amorspfeil. Das Herz für Österreich, für Zeltweg von eurem PC7-Team. Zu euch bewegen können die Informationen natürlich auf der Homepage. Und hier unsere zwei Solisten zeigen euch mit einer Beschleunigung von 4 bis 5 G, das heißt mit dem 4- bis 5-fachen Körpergewicht, werden sie in den Sitz gedrückt, was eben genau Übersicht und Vertrauen in der dritten Dimension in Bodennähe, also DJ, wie er mit Nickname heißt. Unser erstes Mal hier in Zeltweg, wie gesagt, wir genießen es natürlich, heute richtig bereit zu sein. Man sieht jetzt unsere Kameraden am Aufziehen mit dem Wasserfall, angeführt vom Unterlieder des PC7-Teams. Ist wieder unser erster Solist. Er nutzt seine Narrenfreiheit natürlich wunderbar aus und wird uns jetzt eine Standing 8 zeigen, eine stehende 8. Vollgas in den Himmel hinauf. Im Moment sieht es allerdings etwas langsamer aus. Hoppla! Meine Damen und Herren, das ist die Frille. Ladies and Gentlemen, the spin. Und natürlich ist Cruz ein erfahrener Militärpilot und Fluglehrer. Er hat Ihnen jetzt gezeigt, was passiert. Fahrwerk ausgefahren, Landescheinwerfer eingeschaltet. Und das ist die Spezialität des PC7-Teams. Der Tunnel. Aber es ist eben der geschlossene Tunnel. Applaus und 8 PC7-Team-Kollegen und Flugzeuge in der Landekonfiguration. Schwierig zu fliegende Formation. Der Losange, da in der Mitte ein wichtiger Referenzpunkt fehlt. Malung angepasst, früher in den orange-schwarzen Farben. Auf der anderen Seite, auf der Nordseite der Piste, steht noch ein ehemaliges Flugzeug der Schweizer Luftwaffe in den alten Farben. Sie kennen eben die neue Version an den rot-weißen Farben. Maximale Geschwindigkeit 500 Kilometer pro Stunde und die Dienstgipfelhöhe Flight Level 250, also etwa 7500 Meter über Meer. Das reicht völlig, um auch in den Alpen natürlich IFR, also Instrumentenflugtraining, fliegen zu können und durchführen zu können. Zweisitzig logischerweise, vorne normalerweise der Schüler und hinten der Instruktor. Und bei diesem Flugzeug gibt es keinen Schleudersitz, also und auch keinen Anti-G-Anzug. Das heißt, der Pilot muss die Manöver mit persönlicher Fitness, hier sehen Sie 5G, also das fünffache Körpergewicht muss der Pilot jetzt ertragen. Mit persönlicher Fitness erreicht er dies und kommt da etwas ins Schwitzen und ins Schnaufen bei diesem warmen Wetter. Aber für das ist er ja da. Er ist ja nicht zum Vergnügen hier, sondern um eine gute Show bieten zu können. Und er wird sich jetzt von Ihnen verabschieden. Das heißt, wenn Sie einen Hut oder irgendwas haben, bitte winken Sie ihm zurück. Er winkt Ihnen auch. Vielen Dank, Zeltweg. Ich sehe Tausende von Händen. Das ist Wahnsinn.
Herzlichen Dank, super. Das ist der Abschiedsgruß des Solisten. Wir sind aber noch nicht fertig. Natürlich nur der Solist. Natürlich an die Firma Pilatus, welche uns dieses Flugzeug gebaut hat. Pilatus natürlich die Firma und der Berg in der Mitte, im Herzen der Schweiz, nahe Luzern. Sehr schönes Ausflugsgebiet übrigens, wenn Sie noch nie in der Schweiz waren, gehen Sie mal. Wir haben nicht nur tolle Flugzeuge, sondern auch eine wunderschöne Landschaft, wie natürlich hier in Zeltweg, Österreich. Und wenn wir gerade bei der Schweiz sind, Swissness, das ist das, was wir verkörpern. Meine Damen und Herren, hier für Sie unser Gruß aus der Schweiz, das Schweizer Kreuz. Eine sehr schwierig zu fliegende Formation, wenn die Flugzeuge nebeneinander fliegen, mit den reduzierten Leistungen, die das Team hat. 550 PS leistet die Turbine. Das Flugzeug hat ein maximales Abfluggewicht um die 2 Tonnen. Da ist nicht viel Spielraum mit drin. Also Energiemanagement, meine Damen und Herren, das ist das große Stichwort hier. In der Formation Sphere, die Nachwuchsplattform für angehende Militärpiloten der Schweiz. Abschiedsgruß der Schweizer Luftwaffe. Natürlich die Mutter hat am Anfang, besonders in der Segelfliegerei, natürlich eine Bedenken gehabt, wenn man da stundenlang nicht mehr zurückkehrt. Der Plan war ja immer, so schnell wie möglich gelöst zu werden. Und daher habe ich mich dann sehr schnell dafür entschieden, mich für die eigene Stellung beim Militär zu melden. Dazu muss Raphael als erstes umfassende medizinische und psychologische Tests erfolgreich absolvieren. Nur 1% schafft das. Er ist dabei. Ob er auch fliegerisches Talent besitzt, wie den ersten Flug im Motorflugzeug überprüft. Der große Unterschied zum Segelflug ist,